Ja gut, weil der ja singen kann, ne? Und durch sein Singen ja, ich glaube, seinen Angriff verstärken kann, seine Verteidigung und ein Monster rufen kann, wenn ich das eben richtig mitgekriegt habe. Ja, da kann er noch, hat er Feuersteine vorne an seinen Flügeln, damit kann er noch Feuer entzünden. Also der war schon ein bisschen nervig, aber ja. Also später war der auch halt ganz einfach, aber der ist so ein bisschen ähnlich wie dieser andere Vogel bei Rise. So, der aussieht wie ein Regenschirm, ja. Ja. Der tanzt nach Regenschirm. Genau. Also sind eigentlich ziemlich ähnlich, nur dass der Kuropeko halt dann noch halt sein Ding da auspackt da hier, ne? Sein Gesang. Also, Diesen steht dann da Erkunde drauf. ah, okay. Ja, aber ich hab da nicht alle, oder? Hatte ich doch alle. Ja. Lass mich in Ruhe, Kupo. Jetzt ist er zurücklaufen, alles klar. Jetzt war halt ein durchgedrehtes Monster, Mensch. Muss ja nicht immer einfach sein und alles in einer geraden Linie sein. Wäre doch langweilig. Komm, am Ende laufe ich einfach hier zum Ende der Karte und dann, ja. Aber ich frage mich, ob man das einfach übergehen kann, einfach auch so durchlaufen kann. Wenn man weiß, dass man eh dahin muss. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ja. Ah, tief in den Wald hinein, okay. Aber da habe ich auch nichts mehr. Also tief in den Wald hinein. Habe ich fertig, ne? Ja. Okay, es gibt Güter, die man nur in warmen Klimazonen voller Wildtiere findet. Allerdings ist Reisen nicht so mein Ding. Aber was für Güter sind das denn? Einfach die du da aufsammelst. Bestimmter Honig, Knochen, alles das, was du halt nur da findest. In der Okay. Region. Ah, dazu muss man es auch reinschauen. Okay. Mich richtig im Sinne greifst du mit. Na gut, ich habe meinen blauen hier schon vorne. Aber Ranma hat keinen Bock auf Blau. Ich sehe das schon, ne? So. Na, brechen wir erstmal den Bauch. Maximale Tackling wieder. Aber echt schade. Maximale Tackling. Nicht gebrochen? Doch. Okay. Gut. Alles klar. Ja, nichts sagen, der sieht nicht mehr gut aus, wenn man nach Ranma. Ja, gut, jetzt greift den eh keiner an. Das Aufladen macht er echt jedes Mal, ne? Der Alvin. Richtiger Taktikfuchs. Ja. So, jetzt hier Doppelangriff. Ich frage mich, sind das eigentlich unsere Tränke, die er da benutzt, oder hat er eigene? Was? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, der hat eigene. Mir war Explosionshammer.
Oh, das ist eigentlich für den Kampf gegen Azurus, ja. Alles für die Materialien. Ja. Die Kämpfe gehören halt dazu. So, Achso, ich muss ja schon das Monster finden. Honig. Nein, seltener Monsterbaum. Nach Ende. Mal gucken, was ich hier finde. Ich muss auf jeden Fall. Ja, gut. Ich muss mir gleich erstmal auf jeden Fall meinen Stall erweitern. Weil der ist auf jeden Fall zu klein. Ja, das Leben ist wichtig. Yes. Alle Erweiterungen. Weil es ja ärgerlich ist, jetzt Monster wegzuschicken, wenn man dann nachher die Gene verteilen kann. Nö. Stimmt. Also. Kein Monster da. Ist auch nichts. Ist sogar eine richtige Überraschung, was das hier für ein Monster wird. Oder? Ne, da lag nichts, ne? Ja. Regenbogen? Natürlich nicht. Schade. Puh, ganz schön miefig, oder? Und es wiegt auch noch ein 100% normales Gewicht. Wow. Komm jetzt. Ach, schon wieder. Das Monster, okay. Ausgewischt. Okay. Reingelaufen. Ah, der. Ich glaube, der hatte. Technik. Bei dem Technik angegriffen. Wusste ich. Hatte ich in Erinnerung, ja. Den merken wir, der Vorgänger auch Technik war. Ach, der Vorgänger war auch Technik. Okay. Ja. So, aber da. Wir möchten lieber den Bogen sehen. Alles klar. Meinst du denn, das hilft gleich bei der Switch? Oder meinst du, die brennt dann komplett durch? Warte. So wie jetzt da ist. Ich hoffe mal, dass das besser wird dadurch. Keine Rücksicht, ne? Auf die Umgebung, so trocken ist das nicht, dass jeder sterbt am Waldbrand. Ja, nein, wir sind alle Feuerresistenz. Oh, das ist ein Doppelangriff wieder hier. Der Kopf ist zerstört. Ja, jetzt. Wieder gute kritische Treffer. Ach gut, der hat wieder aufgeladen, alles klar. Ja. Naja. So. Zack. Diese Eisvier finde ich echt nice, die Angriffe. Ja, das. Vielleicht treffe ich das ja jetzt in der Eiswelt, wo ich bin. Würde sich anbieten, ne? So Eismonster in der Eiswelt eigentlich. Aber vielleicht ist es auch so ein königliches Monster, so wie das, wie der T-Rex, der da so irgendwo rumliegt. Das bedeutet aber doch nur, dass die stärker sind als dein momentanes Level, oder? Was denn? Wenn die königlich sind. Oder sind die dann besonders?
Weiß ich nicht, ich habe noch kein Königliches getroffen. Ne, war der? Deine Wahlgeschwindigkeit, ne? Ne, war Technik. Ach komm. Komplett verwirrt, egal, vergiftet. Hat sich alles gelohnt hier. Erledigen wir das. Ja. Und. Kraftangriff. Ja, brauche ich 22 für Schade. Du willst nicht kämpfen? Ja, okay. Egal. Oh. Ja, die kleinen Jacks halten doch viel zu viel aus. Ja. Gewinnt er den Kampf, aber verliert ihn doch eigentlich. Also jetzt machst du eine brennende Explosion, ist das im Ernst? Ja, weil jetzt genau genug Schaden, also genug Ladung da ist. Naja. Die Formel der Geschwindigkeit verliert erstmal wieder. Der ist halt blau. Der kann doch nichts dafür. Ja doch. Ganz schneller Dude. Na, darfst du mal an die Atem? Was machst du? Ruhendes? Rudelofen, achso. Ja. Ach, Ruder ist immer seine Freunde. Ja, sehr ach, praktisch. Passt doch. Ja, jetzt ist er richtig sauer. Und stirbt dabei, weil er richtig sauer geworden ist. Ja. Ich bin so ein einzelnes kleines Yaki. Der wird gerufen. Flucht. Aber es konnte nicht flüchten. Es ist gestorben. Neues Gen. Hm. Diese ganzen Genpool-Dinger müsste ich mir auch kaufen, ne? Die ist ja auch schon, ne? Die werden ja auch nicht verkehrt. Na, ja, wird er noch lang? Und finden das ultimative Drachenschwert mit 10.000 Angriff. Na, oder zwei Sammlungen Blätter. Okay. Ah, ich hätte wieder vorher beten gehen können. Das vergesse ich auch immer. Ja, eben hab ich's gemacht. Also, für XP, aber ich weiß nicht, ob das, also wie viel das wirklich gebracht hat. I don't know. Das finde ich so krass, dass die normalen Monsterbaum manchmal so voll riesig sind und die seltenen einfach so klein. Boah. Weil die wissen, dass man für seltene eh nur farmen will, die Monster. Ja, das kann sein. Fragt man sich auch, wozu man da hochklettern kann, wenn unten die Truhe ist. Ja, ich weiß ja nicht, ob ob die Dinger hier immer halt komplett zufällig gebaut sind. Und aber immer wieder gleich werden. Und dann halt irgendwann vielleicht da oben mal auch was ist. Weil vielleicht liegen da auch einfach nur Materialien. Ja. Ja, Pilze, Erz oder so. Kann ja auch sein. Oder es ist einfach für nichts. So.
Was kriegen wir denn hier jetzt Schönes? Was für Pflanzenfresserei. Es ist leicht wie eine Feder. Oh! Ah, das stinkt ja richtig. Ja, da können wir raus damit. Das ist leicht, also müsst ihr. Ja, aber ich finde es trotzdem okay, weil es halt lila geleuchtet hat, ne? Naja, das sowieso, aber das ist dann kein, also, ne, ich glaube kein großer Reißzahn oder so, wenn die leicht sind. Dann überlegst du, in dem hast du nur leichte Monster gefunden. Ich will ja schwer im Aufbau, muss der Ort sein, okay. Ne? Ja. Ja, der hat aber seinen eigenen Bau hier. Ja, ja, ja. So, habe ich denn jetzt wenigstens die Quest auf. Oh, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Brechteile, Yagi. Eins fehlt mir noch, schade. Da war noch ein blauer Pilz, wenn du dich einmal umdrehst. Ich weiß nicht. Da. Hm. Ob das dann. Obwohl, blauer Pilz gab es ja schon bei dem anderen. Nee. Das ist so was Allgemeines. Aber gut, in dem Bau ist ja auch vielleicht noch was, was du so einfangen kannst. Dich. Ja. Ich glaube, das kommt hier Fiebertechnik, ne? Dieser Ball. Ich glaube schon, ja. Wie soll es dauern, ob du bei dem bist? Vielleicht findest du da noch ein Material und Geschoss deine Quest. Oder hier liegt einfach überall gar nichts. Da hinten ist auf jeden Fall ein Yagi. Na, wir waren groß Yagi, ja. Schön auch davon. So, kannst du bestimmt wieder hin, ne? Ja. Bisher auch alles noch gar nicht so verwendet, ne? Also bis auf den Farbball habe ich glaube ich kein Objekt irgendwie mal wirklich benutzt. Ich habe nur bis jetzt die große Fassbombe mal ausprobiert. Was, die Fassbombe? Mhm. Und? Hat die Donnerkiefer. Hat die guten Schaden gemacht, oder? Ja, die hilft dir bei den, wie heißt der Bar? Bazurus, Baros, Barios, ja, dieser Steindrache, ne, den du ja bei Rise auch so schwierig töten kannst, ja. Der explodiert dann so ein bisschen den Bauch mit weg. Isakuru Beko. Bitterkäfer. Das ist ein. Binde. Mhm. Aus Knochen. Ja, auf jeden Fall die Entscheidung hier erstmal anzulaufen. Da bin ich durch. Also, kannst du auch da springen? Nein, ging nicht. Aber ist denn schlimm? Lauf schon mal rum. Kaufamulett, alles klar. Ja, reduziert dann den Preis im Shop. Ach, da juckt die Nase wieder. Siehst du, da lässt man den Pilz extra überstimmen, weil man weiß, dass man hier noch lang laufen muss. Zuros ist eigentlich so motiviert. Lass mich noch gucken. Donnerkäfer. Ja, der war da immer noch unterwegs. Ne? Ach, okay.
alle Knöpfe erstmal wieder drücken, muss man den richtigen finden. So. Mario Tennis gestern noch. Ja. Hat aber funktioniert am Ende. Eins der wenigen Monster, die ich bei Monster der World besiegt habe. Ja. Das gab es im World schon. Ja. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Nicht? Nein. Los, okay, versteck dich irgendwo, wo er nicht an dich rankommt. So ein Monster am Boden zu bekämpfen, bringt nur Ärger. Hey, wir sind nicht hergekommen, um vom Rand aus zuzuschauen. Ja, echt mal. Ich will dich da nur beschützen. Ja, schrecklich sowas. Man greift ja nicht mal an. Sieg. Plopp. Heuer, heuer. Was witzig, ne? Ich habe das Monster schon mal besiegt. Dennoch habe ich den KP-Balken wieder nicht. Sein Nackenbeutel hat sich aufgebläht. Eine Option, ihn zu Boot zu bringen, ist, ihn zu blenden. Aber überleg dir, wie du den Nackenbeutel schrumpfen lässt. Ah, okay, das D-Tipp hat mich mir ganz schön. Ja, gut, ich habe mir das eh gedacht, dass wenn der Flieger schon mit einer Blendbombe den runterholen kann. Gegner wurde umgeworfen. Ja. Eine Blitzbombe gegen ein fliegendes Monster einzusetzen, ist definitiv eine sehr effektive Strategie. Ja. Kannst du schon gerne versuchen, Schatz. Ja. Komm. Müsste immer noch auf Technik sein, eigentlich, ne? Aber kalt war die jetzt, oder? Ja. Ach, ja, das stimmt. Okay, right on. So, ach jetzt. Mal geht er wieder in die Luft. Aber gut, der hält auf jeden Fall mehr aus als der das Wilde. Anjata. Mega Vakuum wieder. Oh, alles klar. Performance-Schuss. Ich will mal wieder ein Timer. Zu gucken, wie lange es dann diesmal dauert. Ich finde, meine Switch hat das gerochen.
dass sie jetzt kaputt gehen muss. Ja. Ja, wobei eigentlich zu früh. Mhm. Ja. Okay, er greift in den Kopf an. Gehen in den Boden. Auch kaputt gehabt. So, ich war, glaube ich, gerade Genon zusammenfügen, ne? Als das abgekackt ist. Das kann gut möglich sein. Halb grüne, halb blau im Griff, glaube ich, ne? Eiszapfen, irgendwas. Ach, der bricht den einfach allein. Ach, der bricht den, der besiegt den. Also, wie gesagt, also der war auf jeden Fall stärker als das Wilde, was ich getroffen habe. Aber gut, das ist ja auch, ich glaube, denke ich mal, eher so Boss-Monster-mäßig, ne? Ja, was ja für die Hauptquest ist, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. So, bei dem war ich jetzt so frech und hab sein blaues Gen in der Mitte weggemacht und hab da einfach mal ein Regenbogen-Gen reingesetzt. これは伝説のライダーをナビした伝説のアイルーダが教え方はあんたの方が上手だな。これからもいろいろ教えてくれよな。教えるなんて俺には向いていない。それにライダーとして大事なことを教わりたいなら一番の師はモンスターだ。モンスターは俺たちよりも自然のことを自然の中でどう生き抜くかを知っている。 モンスターの声を聞き、やっぱ言い方しか聞き方したんですね。ライダーにとって大事なんだ。でもモンスターの言葉なんてよくわかんないぞ。理解したいならちゃんと耳を傾けることだ。耳を傾ける？焦ることはない。ライダーとして力をつけていけばそのうちわかるようになるさ。さあ、長老に報告だ。 村へ戻るぞ。おお、さあ行こうぜ、ライダーさん。 Unsere Chance. Schnapp dir ein Ei. Ja. Ja, das mit den Genen ist ja sowieso. Ja. Aktuell noch viel ausprobieren. Man kann halt nur ein bisschen so vom ersten Teil gucken, wie das gemacht worden ist, aber sonst. Lass mich mal riechen. Gibt's nur ein Ei für mich? Das war eine Switch, die man hört, ne?